Stille Nacht, heilige Nacht. Es ist aber schon Tag. Ja. Da ist es heute Heiligabend, der 24. Dezember. Ja, dann kann ich nur singen. Stille Nacht, alles schläft, einsam wacht mitten am Tag. Halleluja, ich kann den Text nicht hundertprozentig. Schlafen, himmlischer Ruhe, schlafen, himmlischer Ruhe. Habe ich doch zauberhaft gesungen, oder? Ja. Da wären wir, ich als Weihnachtsmann, ho, 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 am 24. Dezember hier mit einem neuen Part Minecraft Chimney und dem Zwergnachtsmann. Ja, Weihnachtszwergi, jahu, hier ist er, der Weihnachtszwergi. Zack, 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 mit der Wunschrute, oder wie die nochmal hieß. Oh, haben wir ein Loch reingehauen. Ins Dach. Hopps mal direkt runter. Ups. Durchs Dach. Schiene muss hier noch repariert werden. Ja. Jetzt haben wir also die Route und den Kristall. Ja. Ich höre Elfenlaute. Elfenlaute. Naja. Wo treiben die sich nur rum? Elfen sind hier unten Elfen. Oh ja, hier sind Elfen. Oh, Elfen. Hey. Die Weihnachtselfen sind hier zurückgekehrt. Unten, da halten sie sich schon auf, in dem Keller bei den Geschenken. Ja, das sind schon tatsächlich einige Geschenke, die hier passiert sind, die schon fertig sind, aber das wird natürlich noch nicht reichen. Das ist auch natürlich, es wird für die Bescherung noch nicht reichen und ja, da müssen wir noch ein bisschen was produzieren, wo ich jetzt hier als Weihnachtsmann unterwegs bin. Da kann ich ja jetzt hier mit den Items, die ich hier gesammelt habe, mal ordentlich ein paar Geschenke zaubern. Hui, wo geht's hier lang? Da ich in dem Modus mich ein bisschen nicht zurechtgefunden. Ja, dann fachen wir mal das Weihnachtsfeuer an. Da doch gerade die Tür klingt, ist doch jemand reingekommen. Hier ist wieder reges Treiben, die Elfen sind wieder zurück. Na, spitze. Und das Feuer hier drin wird entfacht. Da brennt's. Mal schnell zu hier in den Ofen. Da kann's weiter dran brennen. Na dann, werden hier schon ordentlich die Präsente produziert. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Ja, mal schauen, wie lange das geht, bis so ein Präsent, ein Geschenk hergestellt ist. Derweil hier mal in der Waffenkammer, in der Essenskammer, Waffenkammer in der Geschenkeschmiede. Mal ein bisschen was schnabulieren. Können wir hier überhaupt essen im Kreativmodus? Nicht wirklich. Naja, was soll's. Aber jetzt wird bestimmt schon ein, zwei Geschenke fertig sein, oder? Wie sieht's aus? Oh. Da. Oh, na. Ui, da ist aber einiges entstanden hier. Oh, so schnell geht das hier. Da scheinen die Berge ja hier schnell zu entstehen. Na dann, hier mal, müssen wir mal den Schlitten rufen, hier den Transport, die Transportkiste, die das hier mal rüberbringt. Na, zack. Ah, super. Und schon läuft das wie geschmiert.
Na komm, müssen wir eigentlich. Eigentlich müsste das von selbst laufen. Ja, hier, guck mal. Zack. Löst sie ab. Zack, holt sich. Da läuft das doch wie gebuttert. Na super. Na super. Da rodelt sie. Da rodelt sie, da kommt sie hin und zurück. Ja, da ist sie wieder weg. Super. Ja, da geht es schon ein bisschen langsamer. Hat schon viele Sachen transportieren müssen. Ja, superb. Na dann, ich werde mich mal um die Geschenke unten im Keller kümmern. Da sind bestimmt einige schon unten gelandet und von Elfen runtergebracht. Wow, der Wahnsinn. Hier ist ja schon gleich viel voller geworden. Oh, ich komme ja hier kaum durch die Geschenkhäufen. Ach du Schande. Hier wird's gleich viel voller. Das ist jetzt hier schon alles bis unters Dach. Ach du Schande. Ja, vorher konnte ich hier ein bisschen durchlaufen. Das ist, oh, ja, und wird voller und voller. Das ist die Spitze, das geht auch schnell. Da sind wir schon rechtzeitig bis zum Weihnachtsfest fertig. Da ist das Loch noch im, da ist das Fenster, die Decke. Können wir dann mal rausschweben hier mit dem Stab der Bescherung. Da können wir auch selber fliegen. Brauchen den Schlitten eigentlich gar nicht mehr. Hui! Ja. Dann können wir die Geschenke glatt in eine Kiste packen und verteilen. Ja, so sieht's aus. Hui! Da fliege ich hier, da schwebe ich mit dem Zauberstab hier durch die Gegend. Mit der Weihnachtsroute, ja. Hui! Ein bisschen langsamer, aber ich fliege. Ja, so viel dazu, landen wir mal wieder ganz sachte. Zack. So. Was ich nämlich jetzt noch machen wollte. Ja, das wird an der Fabrik laufen. Haben wir gesehen. Ist alles klar. Ich wollte mal mich ohne Weihnachtsbaum kümmern. Können wir das noch hinkriegen in diesem Part? Ja, am 24. Dezember. Dann dachte ich mir, da können wir doch mal einen wunderbar großen Weihnachtsbaum hier auf dieser Fläche hier machen. Gerade hier Fichtenholz. Wo doch jetzt hier auf dieser Freifläche sind, hier wächst gerade nicht so viel. Na, ist das das richtige Holz? Ja, ich glaube, ich nehme mir mal ja dieses Holz. Nee, eleganter ist das nicht. Nehmen wir das. Da haben wir irgendwo ein bräuneres Holz. Ja, das hier. Eichenholz. Passt zwar nicht gleich ganz zur Tanne, aber was soll's. Ja, da machen wir hier was Riesiges draus. Haben wir Platz auf jeden Fall. So. Da basteln wir uns mal einen richtigen Tannenbaum, nicht nur den kleinen, den wir dort in der Hütte haben. Dann geht's erstmal hoch hier. Können wir den Stamm mal bauen. Und drumherum wird dann der Rest geblättert. Ups. Auch mal schwebend hier den Baum bauen. Ja. Oh, Tannebaum. Den Weihnachtsbaum hier für das Dorf. Der hat hier noch gefehlt. Ja. Und während ich das hier so wunderbar gestalte hier den Weihnachtsbaum, kann ich ja so ein bisschen mal was erzählen. Können wir ja Fichtennadeln, können wir ja ein bisschen erzählen. Ja, das Weihnachtsprojekt hier, das sollte, um mal da zum Thema zu kommen, sollte ja anfangs
ein Adventskalender werden. Mit 24 Türchen logischerweise. Und da die Geschichte fortsetzen. Das hat dann leider nicht geklappt, muss ich sagen. Und dann ist das hier letztendlich zu einem anderen Projekt geworden, zu einem Let's Play, so einem Zwischenprojekt Let's Play. Es gibt hier einige Sachen, so ein paar Gebäude, die ich jetzt vielleicht nicht hundertprozentig zeigen werden kann, und einige Sachen in dieser Geschichte, die jetzt dadurch ein wenig versteckt bleiben, also die jetzt hier nicht komplett zum Tragen kommen werden, einige Geheimgänge und Handlungsstränge, die da jetzt nicht dargestellt werden können. Aber da hoffe ich dann einfach darauf, dass ihr mir das verzeiht. Ja, dass das jetzt nicht so großartig wird. Es ist doch schon sehr großartig, finde ich zumindest. Also, ja. Die Tanne kriegen wir, glaube ich, schneller hin als die Tanne in unserem Haus, in unserer Wohnung. Können wir gleich noch ein bisschen schmücken. Ja, und da fängt schon an zu regnen. Es ist doch gut, damit der Baum hier wachsen kann. Und da muss eigentlich nicht wachsen, aber gut. Da drüben gibt es zum Beispiel auch noch einen, ihr könnt es sehen, ein, ja, könnt euch auch schon denken wahrscheinlich, ein kleines Gefängnis. Und die Kirche, die da nicht zu übersehen ist, die große Kathedrale. Vielleicht werden die Kathedrale dann noch ein bisschen begutachten. Aber ja. Und da gibt's ja das Hospital dort hinten. Da würde ich vielleicht auch nochmal reingehen. Machen wir vielleicht noch einen Part, wo wir die Häuser alle nochmal angucken. Wo wir zumindest einmal durchlaufen und einmal gucken, wie es denn da drin aussieht. Umsonst will ich das dann auch nicht gebaut haben. So ein bisschen, ja, das Rathaus, da waren wir auch noch nicht großartig drin. Da waren wir, glaube ich, schon mal drin. Aber ja. Dass das Ganze nicht, dass monatelange hier dran arbeiten nicht ganz umsonst gewesen ist, ist es ja sowieso nicht, weil wir hatten ein paar super Minecraft Chimney Parts, würde ich doch behaupten. Und ja, ganz im Ernst, ich habe da wirklich, ich habe da Ende, ich glaube Mitte Juni habe ich da schon angefangen, hier diese Welt aufzubauen. Dann die Fabrik und so weiter, die ganzen Sachen hier halt, die Häuser und so weiter. Auch die Geschichte mir auszudenken und zu schreiben hier mit dem, da ich mehrere Bücher zusammengeklöppelt und da, ja. Da sollte es wirklich einen festen Handlungsstrang geben, sollte noch ein bisschen Action geben, so ein bisschen, kann ich ja verraten, so ein bisschen Elfenentführungen und so weiter, war da halt auch wirklich was richtig actionmäßig Spannendes geplant. Also, das finde ich fast ein bisschen schade, dass es dieses Jahr nur ein Vorlese-Adventskalender geworden ist. Ja, was heißt nur? Also, ich muss ja sagen, das war wirklich ein großartiges Projekt, auch mit den 4/5 Squad, 4/5 Trupp mit Mordev, Ninilein, Takeru und meiner Wenigkeit. Da kann ich auch gerade hier ein Fazit zugeben in diesem Video, also in diesem Minecraft Channel Part. Ja. Das hat natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, also da haben wir natürlich zu viert auch auf einem Discord-Server ein wenig vorausgeplant. Da haben wir natürlich nicht einfach angefangen und haben gesagt, jo, jetzt lesen wir mal was, also jetzt improvisieren wir mal was,
Ja, ab und zu war das sicherlich mal auch durchaus improvisiert. Also kam auch mal vor, dass man was improvisieren musste. Aber die Planungen haben dann rechtzeitig doch begonnen. Was mache ich eigentlich gerade? Und dann, ja, wurde sich was überlegt und dann haben wir das Ganze in vier aufgeteilt, sodass jeder nur, ich glaube 6 waren es, nur 6 Adventskalender-Türchen bringen musste. Das war, um ein Fazit dazu ziehen, auch mal erstens eine schöne Arbeit zusammen mit den anderen Dreien. Also muss ich wirklich sagen, also auch wenn ich es nicht so ausdrücken konnte, auch wenn ich manchmal so ein bisschen, ja, Kommunikationsprobleme hatte und das auch mit unter den, also spreche ich hier gerade auch ein bisschen zu den anderen Dreien, zu Mordev, Mienlein und Takiro. Also auch wenn ich da im privaten Chat so ein bisschen, ja, manchmal den nicht so kommunikativen gemacht habe. Ob man auch mal ein Danke an die. Heute war wirklich eine gute Zusammenarbeit. War ein toller Adventskalender, auch für mich was Neues, weil, also, ja, erstens eine Kooperation noch nie zuvor zustande gekommen ist. Und ja, auch mal, ja, wie viele sind es? 10, aber einige Adventskalender natürlich, die ich auch miterleben konnte, die ich auch, ja, mir selbst ansehen konnte und selbst überrascht davon war, was da so hintersteckte. Also, da ich dann nur 6 machen musste, 6 Türchen bedienen musste, war einerseits eine große Entlastung auch für mich, dass dann halt auch andere Projekte wie Minecraft Chimney starten konnte. Und ich konnte die anderen Türchen mehr angucken, ohne schon zu wissen, was da drin ist, wie es in den Vorjahren immer der Fall gewesen ist. Wenn ich die Adventskalender alleine mache, dann ist das keine große Überraschung mehr für mich. Ich weiß, es ist vor allem für die Zuschauer gedacht, aber ja, dann ist auch für mich ja eine schöne Überraschung. Kann ich auch ein paar Türchen öffnen. So sieht's aus. Ich würde hier meine Fackel dranhängen, weil ich sehe hier kaum noch was im Dunkeln. Es wird hier schon Nacht. Zack. Boah, hier unterm Baum wird großartig. Müssen wir vielleicht nicht alles zumachen. Können wir hier vielleicht unten noch Raum lassen, dass man sich unter dem Baum verstecken kann. Kann man hier Geschenke aufbewahren. Das ist doch was. Da kann man hier ein bisschen auch in den Stamm vielleicht, naja, der ist jetzt nicht so groß, aber kann man hier unter dem Baum noch ein bisschen aufhalten. Können wir hier beschneiden. Ja, hübsch. Und was wollte ich gerade sagen? War auf jeden Fall auch mal was Spannendes, eine Zusammenarbeit. Also war für mich neu. Ich habe auch noch wirklich nie eine Kooperation weder in der Art noch in anderer Art gemacht. Also war es komplettes Neuland auch für mich. Und ja, auch spannend, mal sowas mitzuerleben. Also ja, insgesamt gerne wieder eine Kooperation. Ein gemeinsamer Lese-Adventskalender bitte nicht nochmal. Also nicht, dass ich es nicht wieder machen würde. Also nicht aus dem Sinne, dass es nicht gut war oder so, aber ich bin der Meinung, man sollte sich nicht wiederholen. Man sollte auch mal was anderes machen. Also nächstes Jahr vielleicht mal
eine neue Idee. Also kein Vorlesekalender, sondern irgendwie, ja, habe ich ja jetzt ein Jahr lang Zeit, mir da was einfallen zu lassen. Ja, müssen wir hier ein bisschen einebnen. Ich würde mal sagen, ja, bin ich gespannt, was nächstes Jahr so kommt. Werde mir da schon was Tolles einfallen lassen. Was am 6. Dezember dann ist, das weiß ich jetzt schon. Nein, nee, was genau nicht. Was genau los ist, weiß ich nicht, aber wer da wieder als Gast kommt. Ja, das ist ja wohl klar. Und dann bauen wir den mal hier zu Ende. Regnet und bestimmt schon ganz durchnässt. Mein Weihnachtsmann. Meine Weihnachtsmannopuppe ist schon ganz nass. Durchtränkt mit Regen. So. Ja, super. Ja, eine Pyramide hauptsächlich. Naja. Naja. Der hübscheste. Der hübscheste Tannenbaum ist es jetzt nicht. Aber gut. Dann bullt man sich von innen so rein oder wie ist der Plan? Gibt es hier so einen Geheimeingang? So, zack, 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 zack. Dann geht's hier runter und da wieder rechts. Da links lang, meine ich links natürlich. Hier mal eine Fackel reinhängen, dann sieht man absolut gar nichts. Dann kommen wir da oben wieder raus. Ja, genau hier. Kommt dann hier noch eine Leiter hin. Genau. Ein kleiner Geheimgang. Und dann Weihnachtsbaum. Hui. Leiter, wo haben wir sie? Ich muss mal gucken, wie ich das nachher zusammenschneide. Meine innere Uhr verrät nämlich schon, dass wir... Oh, das ist eine Schiene. Verrät mir, dass wir hier mit der Zeit schon überzogen haben. Kann ich mich auch irren, aber... Ah, das ist eine Leiter. Müssen wir gucken. Morgen kommt wieder ein Part, so habe ich es zumindest vor. Und dann... Wenn wir mal gucken, was wir da drin machen. Machen wir einen weiteren Part. Minecraft. Chimney. Den letzten Part, so habe ich es vor, morgen damit abzuschließen. Hier regnet es rein. Da vielleicht eine Falltür drüber. Oder nicht. Ja, lassen wir es reinregnen. Ja, hui. So ein kleiner Geheimgang um den Tannenbaum. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier ein bisschen Licht. Also, jetzt nicht regulär, aber so gerade mal ein bisschen, wo wir hier drunter sind, kann da ja ein bisschen Licht sein. Kann man hier noch Geschenke drunter platzieren. Ja, und den Baum draußen dekorieren. So schaut's aus. Ja, haben wir ja morgen vielleicht noch ein bisschen im letzten Part ein bisschen Zeit, da was zu machen zu Weihnachten. Na, Hallöchen. Wollt ihr mal gerade eine günstige Perspektive? Ja, ja, so eine ungünstige Perspektive holen, um mal ein bisschen Tschüss zu sagen von diesem Part hier.
ja, das übliche Däumchen nach oben sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt, mit dem Weihnachtszwergi. Na dann, Glöckchen aktivieren, sonst bimmelt's am heiligen Abend nicht. Sonst kommt der Weihnachtsmann nicht zu euch. Ja. Da würdet ihr gleich hier kaputt gehauen. Und werdet ihr vom Weihnachtsmann zerstört hier mit der Route. Dann kommt er nur mit einer Route zu euch. Macht euch alle. Ja. Nee, Spaß. Was habe ich jetzt hier zerstört? So. Hier ist das Loch regulär drin. Da ist ein Loch. Müssen wir füllen. Na dann habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ja. Macht's gut. Bis morgen wahrscheinlich. Und dann, ja. Haut darin. Und eine frohe Weihnacht. Ciao, ciao und ho, ho, ho.